Heute reiten wir mit einem kleinen Sachsen in die Welt der Illusionen. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist sein Traum. 20-mal will er über den großen Teich gekommen sein, um zum Fürsten der Bleichgesichter aufzusteigen. Ein Mann mit der Kraft des Büffels, ein Spieler, der gern lügt und betrügt und mit seiner Schmetterhand die bösen Buben niedermacht. Um das zu erleben, brauchen Sie kein Ticket in den Wilden Westen. Es reicht ein einfacher Fahrschein nach Radebeul und eine möglichst schöne, dicke Ausgabe von Karl May. Herzlich willkommen in der Stadt, in der der fantasiereiche Sachse seine glücklichsten Jahre verbrachte und für Old Shatterhand die schönsten Abenteuer ersann. Ohne Trumpfkarte im Ärmel beginnt sein Lebensweg. Ich bin ein Lieblingskind der Not, der Sorge, des Kummers. Der Vater ein armer Weber aus Hohenstein-Ernsthal. Er selbst mit 1,66 nicht gerade ein Herkules, hat krumme Beine, trinkt am liebsten Magermilch. Doch in seinen Geschichten wächst er endlich über sich hinaus. Er betritt Traumwelten, deutet reale Niederlagen in fiktive Siege um und verleugnet 7 Jahre Knast wegen Diebstahls und Betrug. 4 davon im Zuchthaus Waldheim. Später räumt er ein: Das Gefängnis ist kein Konzerthaus und kein Tanzsalon, sondern eine sehr, sehr ernste Stätte. Dann wendet sich das Blatt. Der Shakespeare der Jungen leistet sich 1888 einen Umzug nach Radebeul. Und ich zwänge mich in die sitzunfreundliche Robe einer Radebeuler Bürgerin und folge seinen Spuren ins sächsische Nizza. Karl May war für seine Wanderleidenschaft bekannt, aber er liebte auch die Technik. Im Gegensatz zu Old Shatterhand, der natürlich den Rappen genommen hätte, bevorzugte May vor allem für größere Reisen die Dampfeisenbahn. Und da die kleine Radebeuler Schmalspurbahn seinerzeit längst unter Dampf stand, dürfen wir stark annehmen, dass auch Karl May mit dem Lößnitzdackel fuhr. Seine Erfahrungen mit dem Feuerross kommen auch Old Shatterhand zugute. Schließlich reitet der als Landvermesser für die Eisenbahn durch den Westen. In Radebeul könnte er lebendigen Anschauungsunterricht genommen haben. Dank eines erhalten gebliebenen Filmdokuments bekommen wir eine Vorstellung von Radebeul zu Karl Mays Zeiten. Eine Wein- und Gartenstadt, in der es allenthalben etwas zu ernten gibt. Ausgedehnte Villenviertel mit architektonischen Schmuckstücken vergangener Epochen verleihen der Stadt bis heute Stil und Noblesse. Ein produktiver Ort für den fantasiebegabten Schriftsteller. Mit steigender Auflagenhöhe passt der umtriebige May sein bis dato eher zwielichtiges Dasein dem seiner erfolgreichen Romanhelden an. Mit Gattin Emma gehört er jetzt zu den oberen 10.000. Im Januar 1896 zieht die Familie May in die Radebeuler Kirchstraße 5. May hatte das Haus für 37.300 Mark erworben und schon bald verkünden goldene Lettern weithin sichtbar Villa Shatterhand. Einen noblen Siebenzimmerpalast nennt der Bestsellerautor nun sein eigen und fasst es kaum. Hühnchen, es ist unser! Soll er in der ersten Zeit immer wieder zu seiner Frau gesagt haben. Nach heutigem Maßstab wäre er Millionär gewesen. Bei Trödlern kauft er Souvenirs aus fernen Welten zusammen und behauptet, er habe sie von seinen Reisen mitgebracht. Im Zenit seines Erfolgs packt ihn endgültig der Größenwahn. Kühn stellt May fest: Die Meinung, ich schreibe nur Erdichtetes, kann einzig in einem unreifen Hirn entstehen. Der gereifte Dichter weiß, dass solche Erzählungen, zu denen eine solche Summe von Erfahrungen gehört, nicht aus den Rippen zu saugen sind. Er sei Old Shatterhand und Karabin Nemsi. Und so lässt er sich auch ablichten. Zweifler beschimpft er rüde als Flachköpfe.
Und Manitou drückt ein Auge zu. Denn, mal ehrlich, ein schmalschultriger Normalo in schlecht sitzenden Kostümen. Doch Karl May hat kein Problem. Er kann ja Beweise vorlegen, wie die Waffen seiner Wildwesthelden. Silberbüchse, Henrystutzen und Bärentöter. Dass der Dresdner Büchsenmacher Max Fuchs sie baute, weiß damals keiner. Sein Arbeitszimmer präsentiert er als das Reich eines Abenteurers. Hier wird er nachts zum Salonlöwen, der jedoch artig auf dem Perserteppich bleibt. Selbst die Frage, wie er es schaffe, mit solch feingliedrigen Händen seine Feinde niederzuschmettern, bringt ihn nicht in Verlegenheit. Es kommt dabei weniger auf eine große, starke Hand an, als vielmehr auf die Stellung der Fingerknöchel. Man muss nur die richtige Stelle treffen. Herr Grunert, Sie sind der Kustos des Karl-May-Museums hier, ein ausgewiesener Kenner. Wie beurteilen Sie denn diese Aussage Karl Mays? Spricht da zu uns eher so ein augenzwinkernder Schelm? Oder war Karl May auf der anderen Seite doch, was seine Kritiker und seine Feinde ihm vorwarfen, ein Lügner? Also gelogen hat er sicherlich nicht. Er hat sich in dem Moment, wo er das erzählt hat, auch damit identifiziert. Er hat das auch wahrscheinlich nicht schelmisch gemeint. Ich denke schon, dass er in dem Moment, wo er das gesagt hat, auch ernst gemeint hat. Wir stehen ja nun hier in der Bibliothek von Karl May. Also hier hat er wirklich gesessen und gearbeitet. Die Bücherregale sind voller Nachschlagewerke. Was hat denn Karl May nachgeschlagen? Er hat ja in seinen Romanen Land und Leute beschrieben. Landschaften, und das musste er irgendwo her haben. Und das steht in den Büchern, also Erdkunde, Völkerkunde, Sprachen. Er hat ja behauptet, er spricht über 30 Sprachen und die muss er auch irgendwo hernehmen. Die nimmt er aus seinen Wörternbüchern, die da hinten stehen. Und viele Bücher sind mit Anmerkungen versehen. Wir haben hier hinten ein ganz interessantes Beispiel. Den Gadget, 12 Sprachen aus dem Südwesten Nordamerikas. Und hier hat der Karl May die Sprache Winnetous rausgeholt. Wenn wir hier mal drin rumblättern, sind überall Anmerkungen drin. Und ganz kurios ist diese Seite. Old Shatterhand und Winnetou hatten ja zwei berühmte Pferde, Iltschi und Hatatitla. Da steht hier tatsächlich Iltschi, Winnetous Rappe. Und darunter steht Hatatitla. Und da steht nicht etwa Old Shatterhands Rappe, nein, da steht mein Rappe. Ebenfalls kurios, fast skurril, ist dieses Fotoalbum. Karl May hatte seine Leser gebeten, ihm Fotos von sich zu schicken. Die hier abgebildeten taten es mit Stil und Witz, wie er, der nur seine Kehrseite zeigt. Aber auch gute Freunde senden ihm Fotos. Unter ihnen der Mann, der May überzeugt haben soll, sich das Rauchen abzugewöhnen. Der Naturheilkundler Friedrich Eduard Bilz. Hier an der Seite seiner Gattin. Das eindrucksvolle Ölbild der Kodem, das Gewissen, bekommt May von einem anderen Freund, Sascha Schneider. Ob die beiden mehr verbindet, darüber wird gern getuschelt. Schneiders symbolhafte, schöne Männerbilder lassen auch homoerotische Gedanken zu. Der Maler illustriert eine Reihe Buchdeckel mit knackigen Kerlen. Doch die Leser sind wohl überfordert. Sie kaufen die Bücher nicht. Heute haben sie Sammlerwert. Karl Mays Helden aber leben, zum Beispiel in den Landesbühnen Sachsen. Schellerhand, komm raus! Kommt los! Ja, mit dir zu rein! Was wollt ihr? Schellerhand und Winnetou. Na, die habe ich hier. Mit Old Shatterhand haben die Banditen noch eine alte Rechnung offen. Am Teufelsfels soll er sich stellen. Manuel Schöbel, neuer Intendant und Regisseur für das nächste Winnetou-Abenteuer, weiß, was den beiden nun bevorsteht. Es sind die Kräfte des Bösen, wie immer, die den Frieden in den Bergen bedrohen. Und nun geht es darum, herauszufinden, wer eigentlich die sind, die diesen Frieden gefährden. Und das ist ihre Aufgabe, wie immer. Der rote und der weiße Mann als Brüder retten ein Stückchen die Welt. Im Sommer auf der Felsenbühne Raten. Mark Schützenhofer als Winnetou, Häuptling der Apachen, und Holger Tews als Old Shatterhand. Doch warum eigentlich trägt Winnetou in Raten einen Dutt? Frage an die Maskenbildnerin Susanne Hofmann. Der Ausstatter kommt mit seinen Figuren zu uns, spricht mit uns ab, wie die Figuren auszusehen haben, und danach arbeiten wir.
Exakt, dies ist keine Idee der Maske, sondern die Vorgabe von Karl May selbst. Wir zitieren. Sein langes, dichtes, schwarzes Haar war in einen hohen, helmartigen Schopf geordnet. Keine Adlerfeder schmückte diese indianische Frisur. Dieser Mann bedurfte keines solchen Zeichens, um als Häuptling erkannt und geehrt zu werden. Wer nur einen Blick auf ihn richtete, der hatte sofort die Überzeugung, einen bedeutenden Mann vor sich zu haben. Der Friesenhof von Alt-Lindenau. In Dolzes feiner Reithalle stellt sich Old Shatterhand den Banditen. Sein Partner Holger Karl ist Profi-Stuntman und gemeinsam mit seinem Bruder Mario bekannt von den Eubiner Ritterspielen. Er weiß, wie man schmerzfreie Kinnhaken setzt, und Holger Tews als früherer Turner, ein geschmeidiger Athlet, hat gut lachen, denn einstecken muss er in seiner Rolle eigentlich nie. Ich denke, das lässt sich ändern. Das Schwierige ist einfach wahrscheinlich, sich nicht so sehr in die Situation reinfallen zu lassen, dass man dann unkontrolliert wird. Also das gilt immer für alle. Ich glaube schon, dass ein Schauspieler ein ganz schwieriger Beruf ist. Und ich bin kein Schauspieler und kann nur, also das ist wiederum das... Kann ich eigentlich auch nur böse sein, dass man das mit seiner Technik, mit seiner Körperlichkeit dann verfolgt? Man hat eine Aufgabe, böse zu spielen, und dann ist das auch in Ordnung. Aber ich möchte jetzt nicht König Lear spielen oder so. Holger Tews könnte wohl, muss aber gerade den Old Shatterhand geben. Den Mann, der Pferden an den Bauch geht. Und Lucky, ein echtes Filmpferd, bewegt sich keinen Zentimeter vom Platz. Man möchte es knuddeln für seine Disziplin. Denn darauf kann Master Shatterhand jetzt keine Zeit verschwenden. Er hat andere Sorgen. Immer schick hier oben. Ja. Das geht nicht. Ja, mit Lucky unterm Hintern ist es ein bisschen leichter, eine gute Figur zu machen. Old Shatterhand heißt das neue Stück. Premiere in Rathen am 15. Juni. Und sollte Petrus mal weinen, dann ist das Karl-May-Museum die Alternative. Hans Grunert ist auf dem Weg ins Depot. Hier hinunter in den Keller darf der Fremde nur selten. Für uns macht er eine Ausnahme. Und so feiern Schätze wie ein Knabenanzug aus Glasperlen ihre Fernsehpremiere. Auch eine alte Zeremonialpfeife, an der unter anderem ein Skalp hängt, darf ich betrachten. Apropos Skalp, selbst wenn es manche Geschichten besser wissen wollen, die Indianer nahmen Skalps nur selten und die Jagd auf sie war eine Erfindung der Weißen. Ich denke, in irgendeiner Kiste sind die Dinger drinne. Er sucht nach einem Beleg. Die Weißen jagten nach Skalps, um sich mit jedem toten Indianer zu rühmen. Je mehr, desto besser. Skalpprämien wurden eingeführt, doch dabei blieb es nicht. Das sind Indianerohren. Eine Zeit lang gab es mal $140 für einen Indianerskalb. So, und dann haben die natürlich versucht, auch zu betrügen. Wenn jemand volles Haar hatte, dann konnte man das teilen oder vierteln. Und dann kriegte man natürlich einen vierfachen Preis. Und das haben die Ankäufer da auch schnell mitgekriegt, dass hier betrogen wird. Und dann gab es einen Erlass, dass mit dem Skalb auch die Ohren abzuliefern sind. Schließlich gingen alle aufeinander los. Rote auf Weiße, Weiße auf Rote. Die Schlacht am Little Bighorn zählt zu den wenigen großen Siegen der Indianer. Die Skalps aber waren auf beiden Seiten zur abscheulichen Abrechnung vermeintlicher Triumphe geworden. Die meisten Museumsstücke stammen aus der Sammlung des ersten Museumsdirektors Patti Frank. Der gebürtige Wiener reiste als Artist durch Amerika und übergab dann meist zweiter Frau Clara die Exponate für das Museum. Sein Nachfolger René Wagner kennt ihn noch persönlich und nicht nur er. Man hat das Gefühl, Patti Frank kennt ganz Radebeul, Herr Wagner. War das so? Damals sicher zu seinen Lebzeiten, kann ich mir das vorstellen. Heute vermischt sich sicher Erinnerungen mit den Nachfolgern. Und wir stellen sehr häufig fest, dass das Alter derjenigen, die das behaupten, ihn noch zu kennen, mit den Lebensdaten von Patti Frank nicht in Übereinstimmung zu bringen sind. Das war noch einer, der mit Indianern zu tun hatte, der so spannende Geschichten um jeden Gegenstand, der hier war, konnte eine Geschichte erzählen. Das war eigentlich das Faszinierende. Die Gegend, wo diese Menschen gelebt haben, also runter nach Neu-Mexiko zu, diese Gegend war furchtbar wasserarm.
Und da haben sie sich Wasserflaschen gemacht, aus Zedernbast geflochten. Er hat eine um, vielleicht so groß, geht vielleicht 1 Liter Wasser rein. Und mit so 1 Liter Wasser sind diese Menschen trotz dieser kolossalen Hitze 10 bis 12 Tage ausgekommen. So genügsam waren sie. Also ich käme mit einer Flasche Bier keine 10 bis 12 Tage aus, das kann ich euch schon flüstern. Lieber 10 Flaschen in ein Dach, das ist mir lieber, ja. Noch heute sammelt das Museum Dinge von und über Karl May. Diesmal hat sich der Sammler Rainer Guski aus Naumburg bei René Wagner angemeldet. Ja, ich habe mal Schacht und Hütte mitgebracht. Das ist eigentlich das Seltenste. 3 Exemplare gibt es davon nur noch. Schacht und Hütte war eine Zeitschrift, für die Karl May in seiner frühen Redakteurstätigkeit schrieb. Blätter zur Unterhaltung und Belehrung für Berg-, Hütten- und Maschinenarbeiter hieß es. Eine unterhaltsame Fachzeitschrift also. Heute ist ihr Wert 4-stellig. René Wagner weiß es. Und während er auf das Buch mit Widmung Karl Mays für den österreichischen Schriftsteller Peter Rossecker schaut, denkt er an den bekannten Satz: Goethe hat man, Karl May liest man. Da habe ich so alte Ansichtskarten gesammelt von Karl May. Welche in den Orten, wo er überall war, aber auch welche jetzt, die er selber geschrieben hat hier. Unter Palmen niemand sicher wandelt, auch mich hat die Sonne braun gebrandelt. Dr. Karl May an die Tochter seines Verlegers Eva Fesenfeld im Freiburgischen Breisgau. In Radebeul gibt sich Karl May gern großzügig und spendabel. Er unterstützt Vereine mit Geld und Schulen mit seinen Büchern. Auch als nahe dem Spitzhaus ein trutziger Turm zu Ehren Bismarcks errichtet wird, findet man den selbsternannten Doktor unter den Sponsoren. Der rote Backsteinbau der Lutherkirche erinnert an Karl Mays 2. Hochzeit. Hier ließ er sich mit Clara trauen, eine glückliche Beziehung und endlich eine Frau, die für seine Arbeit Sinn hatte. Seine Ex Emma soll nie ein Buch von ihm gelesen haben. In der Villa Lösnitzgrundstraße 2 wohnte May einige Jahre zur Miete. Heute lebt hier das Ehepaar Pauze. Ich begrüße recht herzlich auf dem Grundstück mit der historischen Villa Agnes, wo der Herr Karl May einige Zeit gewohnt hat. Hinter den bunten Scheiben war sein Arbeitszimmer, erklärt Herbert Pauze. Hier hat er Teile des Ölprinzen, Winnetou 1 und das Vermächtnis des Inka geschrieben. Weiter führt mich der Hausherr durch das einstige Empfangszimmer mit original erhaltenem Kamin in den Wintergarten zu seiner Frau. 1972 haben sie das Haus gekauft. Das Haus war ein Grau und eine graue Maus und der Pavillon, das war eigentlich ein grüner Frosch, weil der war grün gestrichen mit Ölfarbe und hatte natürlich ein Dach, da leckte das durch. In so einer großen Wut hat mich dann eben mal der Arbeitseifer gepackt und dann habe ich angefangen, das Ding abzuschuppeln. Und irgendwann kam dann mein Mann dazu, weil er gemerkt hat, ich brauche mindestens 5 Jahre. Dann kamen die Klempner, die dann also dieses Dach auch wieder wirklich wunderbar erneuert haben. Und es hat uns eigentlich allen Spaß gemacht. Und bevor wir dann diese goldene Kuppel oben aufgesetzt haben, haben wir in diese Kugel dann eben einen Zeitungsausschnitt vom Tag gesetzt, ein paar Münzen. Und auch ein kleines Schreiben von uns persönlich für den Nächsten, der das mal wieder reparieren sollte. Schön ist eigentlich auch immer der Satz, ne, wenn man gefragt wird, wo man wohnt. Und dann sagt man, naja, Radebeul hier, so und so, Villa aus ganz alten Zeiten. Da hat sogar Karl May drin gewohnt. Nee. Und dann sagen wir immer, doch. Doch, er hat hier gewohnt und geschrieben. Sein Verleger Fesenfeld notierte. Wenn May zur Arbeit ging, legte er einige Zigarren bereit, nahm einen großen Topf starken Kaffees mit, schloss dann die Tür ab und schrieb nun die ganze Nacht durch bis zum Morgen. Vielleicht hat er dann einen erquicklichen Spaziergang gemacht durch den Lösnitzgrund, um sich neue Anregungen zu holen. Auch im Steinbruch mit den 40 Meter hohen Wänden, meint Helmut Räder, der Organisator des Karl-May-Festes, könnte Karl May gewesen sein. Der Krankendien von Radebeul. Hier hat Karl May sicherlich die Indianer vor seinem geistigen Auge tanzen sehen. Und genau so machen wir es jedes Jahr zu den Karl-May-Festtagen. Wir haben echte Indianer zu Gast, zum Beispiel in diesem Jahr vom Stamm der Navajos aus den USA und Blackfoot-Indianer aus Kanada. Sie werden tanzen, sie werden singen
und sie werden ihre alten Geschichten erzählen. Am kleinen Stein hat Karl vielleicht seiner Clara einst Texte vorgelesen. Zum Karl-May-Fest sollen nun Kinder ihre eigenen Abenteuergeschichten schreiben. Der 11-jährige Oliver Hanna aus Radebeul verrät uns schon mal den Anfang seiner Geschichte. Takuta. Vor vielen hundert Jahren lebte ein Krieger namens Takuta. Er war ein guter Krieger und er kämpfte für die Gerechtigkeit. Er war im ganzen Land beliebt und alle Leute kannten seinen Namen. Eines Tages sagte der Mann, der bei ihnen Medizinmann war, Takuta, ich sehe, dass uns etwas bedroht und du musst es besiegen. So machte sich Takuta auf den Weg, das Dorf vor dem Wesen zu beschützen. Fern von allen geträumten Abenteuern leben diese Männer und Frauen den Wilden Westen ganz real, im Fort Henry. Ein Verein, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, das Leben der deutschen Auswanderer darzustellen. Die Kräuterfrau erzählt, sie sei bei den Indianern aufgewachsen. Ich heiße Nadua, das ist mein indianischer Name. Das bedeutet übersetzt, die sich bei euch wohlfühlt. Ich habe hier verschiedene Sachen, auch wo man Rinden auflegt, so auf Wunden. Und dann habe ich hier mein Medizin. Wenn jetzt einer zu mir kommt und sagt, ja, hilf mir, oder dann sehe ich, ob er abschalten kann. Und wenn er in dem Moment schon irgendwie darüber schmunzelt und sagt, jetzt fängt sie mit dem Hokuspokus an, dem kann ich nicht wirklich helfen. Im festen Glauben an Naduas Kunst widmen sich die Männer dem Geschäft. Nun Achim Bunde, der Chef des Vereins. Wie ist das eigentlich mit unseren Vorstellungen vom Wilden Westen? Also ich habe gelernt, die Indianer trommeln vorm Angriff und der Colt, der hängt im Holster hier unten auf Kniehöhe. Richtig oder falsch? Das ist falsch. Die Indianer trommeln abends und machen morgens den Angriff. Und das Holster, der Revolver hängt hier oben, nah am Gürtel. Und nie ganz weit tief unten, weil der schlackert rum. Das ist ein Arbeitsgerät und wenn der Cowboy den ganzen Tag im Sattel sitzt, stört er da unten. Das ist eine Idee von Hollywood. Oder vom fantasiebegabten Karl May. In der Buchhandlung Sauermann in Radebeul-West füllen seine Bücher ein ganzes Regal. Man reißt sich heute nicht mehr um die Exemplare, meint Ute Sauermann. Aber im Ernst, wer kauft eigentlich heute noch Karl May? Hauptsächlich Sammler und ältere Herren meistens, die ihren Jugendträumen weiterhin noch nachgehen und sich an Karl May erfreuen, ihn sammeln. Aber auch Jugendliche, die meistens von den Opas angeführt werden. Dafür gibt es dann Reihen, die extra ein bisschen jugendlicher vom Outfit sind und ja, die Kinder etwas mehr ansprechen. Ihr Vater Gottfried Sauermann führt uns in die Schatzkammer des Hauses, das berühmte Sauermannsche Antiquariat. Diese Treppe kennen nicht nur Radebeuler Bücherfreunde. Und natürlich stehen im Karl-May-Regal Raritäten. Das sind im Prinzip die ganz alten Fesenfeld-Ausgaben oder Erstausgaben. Karl Mays illustrierte Reiseerzählung Band 2 durch das wilde Kurdistan. Und das ist im Jahre 1907 erschienen. Und das ist richtig was Altes und Gesuchtes. Das Sammlerherz dürfte Freude haben. Und der Hausherr betont ausdrücklich, dies ist kein Museum. Sie können hier rantreten und sich ein Buch rausnehmen und nach Herzenslust schmökern und können sich auch im Antiquariat irgendwo hinsetzen. Die Uhr sollte man dabei allerdings im Blick behalten. Beinahe wäre das mal passiert, denn wir haben ja hier oben separate Räume und da müssen wir immer regelmäßig durchgehen, dass hier nicht noch jemand in den Räumen sitzt und dass wir den vergessen und unter Umständen einschließen. Mit der festen Absicht, hierher auch einmal schmökern zu kommen, lasse ich mich nun noch in ein besonderes Refugium führen, in die Winothek. Auch sie gehört zur Buchhandlung und wird gern nach Lesungen genutzt. Hier verrät mir Gottfried Sauermann noch ein kleines Geheimnis. Ich bin als Junge ins Karl-May-Museum gegangen, in diese Villa Bärenfett, und habe dort also persönlich noch Patti Frank kennengelernt. Der scharte junge Buben um sich und saß dort an einem Tisch und erzählte Geschichten aus dem Leben der nordamerikanischen Indianer.
und begeisterte eigentlich die Jugend. Sauermanns Weinkeller, ein Geheimtipp, um die Welt da draußen mal zu vergessen und allein mit sich und Karl May den nächsten Abenteuerurlaub zu planen. Oder auch einen Besuch im Stadtarchiv vorzubereiten. Hier befinden sich interessante Unterlagen über Karl May. Ein Auszug aus dem Taufregister zum Beispiel, der uns aufklärt, dass der kleine Karl Friedrich als fünftes Kind abends 10 Uhr geboren wurde. Viel interessanter aber ist der Eintrag im Sterberegister. Karl May verstarb am 30. März, nachmittags um 8:30, also 20.30 Uhr. Und er bekam die Nummer 33. Schlägt man dagegen im Namensregister nach, steht er unter der Nummer 34. Was für ein Fehler und warum? Maren Gündel, die Archivarin, ist erstaunt. Ich kann nur vermuten, dass der oder die Standesbeamtin verwirrt war aufgrund Karl Mays und seiner berühmten Schriftstellertätigkeit eine falsche Nummer aufgeschrieben hat. Die Handschrift allerdings ist zitterfrei formvollendet und lässt uns abschließend noch wissen, Karl May starb an einer Herzparalyse. Im Park gleich gegenüber der Villa Shatterhand befindet sich ein kleiner Teich in Herzform. Er erinnert an Winnetous Todesahnung aus Band 3. Dieser See ist wie mein Herz, heißt es da. Der große Häuptling spürte, dass er sterben wird. Vor 100 Jahren folgte ihm Karl May, fand seinen Frieden in einem Grabmal auf dem Friedhof von Radebeul Ost. Ein Engel nahm seine Seele in den Himmel auf. Von oben leuchtet er seit 1990 auch als Stern, denn zwei Astronomen aus Tautenburg gaben einem neuen Asteroiden seinen Namen. Und Ulf Peschel, der Leiter der Volkssternwarte, zeigt uns im Planetarium von Radebeul den Sternenhimmel an Mays Geburtstag. Es war der 25. Februar 1842. Ob er unter einem guten Stern geboren wurde? Ach, dass er unter einem guten Stern geboren ist, das glaube ich schon, weil er war ja durchaus sehr erfolgreich. Gab natürlich auch Brüche in seinem Leben. Aber ich würde das natürlich nicht mit den Sternen in Verbindung bringen. Aber ich sehe natürlich schon, dass der Sternenhimmel sehr, sehr schön ist. Und das kann einen ja durchaus emotional auch ansprechen, einen schönen Sternenhimmel zu betrachten und sich dann an diesem auch zu erfreuen. Karl May selbst richtete oft fasziniert den Blick zu den Sternen. Und seine Helden orientieren sich immer wieder an ihren geheimen Botschaften. Oh, Indianer! Wir sehen uns bei Old Shoehand am Teufelsfelsen in Raten. Danke, mein Bruder. Sollten wir es geschafft haben, Ihre Lust auf Karl May zu wecken, dann nehmen Sie jetzt Ihre persönlichen Shochi in den Arm und kommen Sie her. In Radebeul hat gerade die Kultur- und Museumsnacht begonnen. Bis 24 Uhr sind die Kultureinrichtungen der Stadt für einen mitternächtlichen Bummel geöffnet. Und morgen sind Sie herzlich eingeladen zum großen Karl May-Themenabend im MDR-Programm. Also dann, wir sehen uns in 3 Wochen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.